Hallo, ihr köstlichen Kreuzworträtselkünstler. Es ist mal wieder soweit für eine neue Folge und ohne große Umschweife würde ich dann jetzt mal gleich anfangen mit der Heiligen Schrift. Comic Sans ist die Heilige Schrift. So, nee. Also war's hier nicht. Was ist denn diesmal die Karpfenfischart? Schauen wir mal. Oder warte mal, ah nee, Alet, Alet war's. Genau, Alet kotzt das Kind. Bayerisch Bein ist Haxen. So, Pferdesportler ist natürlich der Reiter. Wenn das so weitergeht, dann wäre das ja super. Bursche könnte auch nicht der Bube sein, denn das ist. Großes weibliches Raubtier ist wahrscheinlich dann die Bärin. Ja, das ist richtig. Oh, ich merke gerade, es gibt hier gerade keinen Sound. Das werde ich doch mal beheben. Moment. Jetzt. Okay. Wir haben auf einmal Sound. Das ist ja schön. Ja, Verbannung ist das Exil. Bursche ist der Kerl. Ja, klappt doch. Als Anlage, weiß ich noch nicht. Elektronischer Brief ist natürlich die E-Mail gewesen. In Betrieb ist an. Hafendamm ist, ja, kommt gleich. Backsoda ist Natron, natürlich. Hafendamm, weiß ich immer auch gerade nicht. Tropische Frucht ist bestimmt die Ananas. Nee. Nee, nee, nee. Schön wär's ja. Na gut, diesige Luft ist Nebel. Nebek. Genau, Nebek. Französisch für Stadt ist kein einziges Mal ist nie. Hochschule ist die Uni. Mexikanische Halbinsel. Ah, da bin ich leider nicht ganz. Weiß ich noch nicht. Nervenzelle. Was ist das nur? Früher ist er, Englisch Kunst ist Art, genauso wie das Französische, zumindest von dem, wie es geschrieben wird. Nestjunge Vögel sind die Brut. Ja, Nervenzelle. Ich weiß es gerade noch nicht. Was haben wir hier? Sinnesorgan ist natürlich das Ohr. Tropische Frucht, Anno, weiß ich noch nicht, weiß ich gerade noch nicht. Schreibgerät ist ein Stift oder eine Tastatur oder so. Machen wir erstmal den Laien. So, nee, mal wieder Gliederfüßer. Jegliches ist alles. So, dann Federumhang. Noch nicht, noch nicht. Gaststätte ist das Lokal. Ja. Eine Faserpflanze. Ja. Blö. Warte mal, dann machen wir erstmal das Zupfinstrument. Das ist nämlich, die Zupfinstrumente sind die Lauten. Das ist die Faserpflanze, Laien. So. Schreibgerät ist der Kuli hier gemeint. Oh weia. Ah, die mexikanische Halbinsel, die wäre jetzt super. Aber das weiß ich nicht. Das klappt gerade nicht so. Honiglieferanten sind hoch. Achso, als Anlage ist übrigens anbei. Schreibt man ja gerne mal in Briefe oder E-Mails. E-Mail haben wir ja da auch schon. So, die Bienen haben wir. Gesichtspickel, auch bekannt als Akne. Weiblicher Artikel, die. Die Bart, die. Das ist Deutsch. Geldinstitut ist natürlich die Bank. Spelunke ist eine Kneipe. Nicht zu verwechseln mit dem Lokal. Die Federbohr ist das. Genau. Was haben wir denn noch so?
größter Staat der USA? Da kann ja nicht mehr viel sein. Habe so. Alaska war das dann. Ja, stimmt. Texas ist zwar schon ziemlich groß, aber was ist denn das hier? Mole? Mole war's. Genau, Mole hatten wir ja schon mal. Anola, Anopa, nee, Anona, Anona. So, die Nervenzelle ist dann das Neuron. Ach so, die französische Lyon, natürlich, das ist da. Dann haben wir auch hier Yucatan, aber so geschrieben. Okay, was fehlt noch? Spinne. Und wow, wir sind schon durch das Ganze. 6 Minuten. Heiliger Boing Bum. So, wenn ich jetzt hier mal so weitermache, ausnahmsweise versuche ich es mal so schnell wie möglich hier durchzukommen. Nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern einfach nur, weil ich mal Bock habe auf eine Schnellrunde. Stechmücke, Moskito ist nicht. Okay, Maß für elektrische Frequenz ist Hertz. Huch, Hertz. So, dann haben wir als erstes ein Z. Dann geht's mal weiter. Genitiv von ihr ist ihre. Nee, Moment. Von ihr, ach so, eure. Ja, klar. Euer. Okay. Kommt drauf an. Einzahl, Mehrzahl, steht nicht da. Dann haben wir das U schon mal. Ich vermute mal, das Wort heißt Zugabe. Aber doch wäre möglich bisher. Fahrrad mit Hilfsmotor. Nee, Zufahr. Also Mofa ist nämlich das. Zufall. Zufall ist das Wort. Wäre ja auch zu schön, wenn Zugabe jetzt schon gestimmt hätte. Aber nee, nee. Futterpflanze. Dann müsste ja hier ein L hinkommen. Trinkgefäß. Könnte noch alles Mögliche sein. Geradezu. Weiß ich auch noch nicht. Sich befassen mit. Puh. Schottische Hafenstadt. Ah, das wird nicht besser. Okay, Zeitalter ist die Ära. Oder Äon. Mal wieder. Kühlendes Getränk. Limo. Nade klappt nicht. Anrede Herr? Nee. Fr? Weiß ich noch nicht, was die damit meinen. Asphaltgrundstoff. Überbleibsel ist das ist, Rest. So. Dann der Asphaltgrundstoff ist Teer gewesen. Warte mal, Herr geht nicht. Frau geht nicht. Pr, Doktor. Auch nicht. Meine Güte. Futterpflanze. Also leise ist Ruhe. Nee. Oh, Norddeutsch für Seil ist ein. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Tang ist es nicht. Tau, Tackel, La, also was weiß ich denn? Also erstmal machen wir wieder den Eder mal hier voll. Dann wird wahrscheinlich besser sein. Römischer Kriegsgott. Sag mal. Ist Ares nicht. Also ich meine immer noch, das wäre eigentlich der Griechische dazu. War Mars nicht der Römische dazu? Naja, was auch immer. Hatten wir ja schon mal das Thema. In Flammen stehen. Ja. Brennen. Fackeln. Ah, cool. Blöd war richtig. Idee ist der Einfall. Spitzbube, nee, weiß ich nicht. In Flammen stehen heißt auch lodern. So. Automatische Bewegung. Automatisierte oder was? Fachmann, Experte. Natürlich. So. Kleine Kleidergröße. XXS, extra, extra schlecht. Nein, klein. Small.
So. Automatische Bewegung ist ein Reflex dann. Ach, wie hieß denn das nochmal? Refne. Res. Also DF, Reg, Re, nee. Reg, Rel, auch nicht. Rem, Reb. Langsam habe ich doch gar keine Buchstaben mehr übrig. Das ist ja komisch. Das ist ja mal komisch. Na nu. Reb. Ja, jetzt weiß ich, Norddeutsch für Seil heißt dann wohl Reb. Das Reb. Oder so. Oder der Reb, die Reb. Ach, was weiß ich denn? So, Spitzbube ist ein Bengel, aber in dem Fall nicht. Italienische Mittagsruhe ist die Siesta. So, Trinkgefäß. Weiß ich immer noch nicht. Beigefügt. War doch gerade eben schon mal als Anlage anbei. So, schottische Hafenstadt sagt uns immer noch nicht so viel. Das Autoteil ist natürlich der Lenker. Natürlich. Was anderes hätte es doch gar nicht sein können. Ureinwohner Perus. Das waren wohl die Inka. Das Innerste. Keim? Nein. Kern natürlich. Kern war's. Ahndung. Ja, haben wir gleich. Europäische Hauptstadt ist natürlich Bonn, die Hauptstadt von Deutschland. Ah, nee. Nee, nee. Europäische Hauptstadt, was haben wir denn noch so? Paris? Nee. Wien. Wien haben wir. Ist aber nicht Wien. Na, sowas aber auch. Was haben wir denn noch so? Prag kann es nicht sein, das endet nicht auf N. So, was ist denn noch? Gigant. Machen wir erstmal den Riesen. So. Jetzt mal überlegen. Jetzt mal überlegen. Ahndung, Strafe erstmal. So. Spitzbube ist ein. Also ich gehe mal davon aus, das ist ein L. Das ist bestimmt wieder ein Wort, was ich nicht so gut kenne. Arktische Volksgruppe sind die Inuit. Ach, der Filou. Natürlich. Bekannt aus Pokémon mit dem Pokémon Fililou. Nutella. Nein. Sich befassen mit ist, weiß ich immer noch nicht. Geradezu. Voraus wäre schön gewesen, aber nee, nee. Also sagen wir mal hier in L rein. Anrede ist mir immer noch gerade nicht so klar. Er? Wow. Futterpflanze, die Alge. geradezu. Oh Gott. So langsam wird es schwierig. Stechmücke. Auch hier bin ich gerade total überfragt, was die für eine meinen. Oh, das wäre so ein schönes, kurzes Video geworden. Jetzt sind wir aber doch schon wieder bei fast 15 Minuten. Ach, nehmen wir doch mal Bern zum Beispiel als europäische Hauptstadt. Die Biberratte Nutria. Aha. Wow, Nutria. Ja, sowas. So, dann machen wir auch noch mal Glasgow fertig hier.
Widmen ist das dann? Ja, meistens ist es, wenn man den ersten Buchstaben hat, geht das so viel schöner. Kühlendes Getränk ist natürlich wieder der Eistee. Na klar, den kann man übrigens auch warm trinken, wenn man unbedingt will. Die Futterpflanze ist Klee. Ach so, direkt wollten die haben. Indianerzelt ist das Tipi. So, die Stechmücke ist eine Gne. Nee. Gnitze. Ah, wie heißt denn das nochmal? Stimperl, Stempel, Stamperl? Ah, okay. Und wir haben es auch hier wieder geschafft. Habe ich jetzt eigentlich auch wirklich alle Buchstaben? Ich habe es mal einmal geschafft. Ja. Ich habe es einmal letztens geschafft, nicht alle Buchstaben drin zu haben. So. Unsere vergleichsweise schnelle Runde für heute. Ja. Doch am Ende 16 Minuten. Ah, ich hätte echt gedacht, weil ich gerade so einen guten Lauf hatte, wollte ich gleich noch mal wollte ich gleich mal das andere Rätsel auch schnell durchhaben. Und ich weiß, es nimmt mir mehr Zeit weg, das Lösungswort erstmal zu erraten. Ja, aber leider sind ja diese Rätsel auch immer so ein gewisses bisschen an Zufall. Und dementsprechend kann man auch so Sachen bekommen wie Stamperl. Ich würde mir gerne mal ansehen, was ist denn jetzt Stamperl für ein. Ich gebe das mal bei Google ein und gucke mir wieder meine Bildersuche dazu an. So, so. Gut, dann gebe ich euch das auch mal schnell. So, das ist also ein Stamperl. Ein wunderschönes Ding. Viel Glas. Wenig Inhalt. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch Schönes da gehabt diesmal? Reb. Ich könnte mal Reb eingeben. Ach na. Ist denn jemand, der diese Seile herstellt, ein sogenannter Reper? Jetzt sieht man das Bild hier gerade nicht so gut. Aber ja, ein Reb. Okay, ja, jedenfalls. Ja, genau. Wenn jemand, der so ein Seil herstellt, ein was suchen denn die Leute hier? Was? Oh wei. Ich weiß gar nicht, inwiefern man diese. Doch, man sieht das sehr gut, was hier alles für Vorschläge kommen. Ja, also jemand, der so ein Seil macht, ist anscheinend dann ein Reper und der hat seine eigene Bahn und die nennt sich Reperbahn. So kann ich mir das nur jetzt höchstens mal ganz. Doof wie ich bin, oder auch blöd, wie es hier steht, zusammenreimen. So, hatten wir hier noch was? Nee, hier ging es ja eigentlich relativ schnell. Also ich glaube, hier war jetzt nichts dabei, was so richtig reingehauen hat. Ah, und dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, bye bye. Es ist mal wieder Zeit zum Tschüss sagen und danke fürs Einschalten.